In der Corona-Krise haben das einige von euch aus Langeweile wahrscheinlich wieder auf YouTube geguckt, oder? Ich glaube, ich spreche für ziemlich viele von euch. Und ich bin da auch auf eine interessante Doku namens Giganten der Urzeit gestoßen, die sich um den Akanthus ausdreht. Dort hieß es, der Akanthus sei im Vergleich zu T-Rex ein Flechtling. Ich war mir da nicht ganz so sicher und wollte der Frage nun einfach einmal auf den Grund gehen, da ich eh vorhatte, ein bisschen den Akanthus meinem Kanal zu klären. Klären wir nun die Frage, wer wird einen Kampf gewinnen? T-Rex vs. Acrocanthosaurus. Erst einmal fangen wir mit den Fakten an. Acrocanthosaurus war ungefähr 12 Meter lang und lebte auch in der Kreidezeit, wie T-Rex. Naja, Acrocanthosaurus heißt große Stachelechse, was sich auf die großen Wirbelvorsätze an seinem Rücken bezieht. Die sind nämlich also ziemlich stattlich. Der Acrocanthosaurus ist, fast massig und hat vor allem längere Krallen als der T-Rex. Der T-Rex lebte spät, also sehr spät in der Kreidezeit. Er war einer der letzten großen Raubsaurier. Sein Name bedeutet König der Tyrannenechsen. Er hat überwiegend ein großes Maul und eine starke Beißkraft. Seine Waffen sind eigentlich nur das Maul. Beim Acrocanthosaurus kommen zu ihm noch die Klauen hinzu, mit denen er gut gerne etwas zerfetzen könnte. Somit sind die Waffen. Aber naja, was passiert denn jetzt, wenn diese beiden Dinosaurier? Angeblich irgendeinem Typen gelingt es tatsächlich, Jurassic Park zu öffnen. Und dort ist eine große Arena, in der ein Tier des Acrocanthosaurus ausbrütet und die beiden gegeneinander fighten. Naja, in Jurassic World Evolution gewinnt der Acro, aber das interessiert wahrscheinlich egal. Naja, was könnte denn passieren? Wir rekonstruieren nur einen Kampf, sondern keine Garantie, dass das wirklich so passieren würde. Es ist nur eine Möglichkeit, dass es genauso abläuft wie jetzt bei uns. Also viel Spaß. Wie verläuft denn über der Kampf? Naja, rekonstruieren wir einfach mal einen Kampf in unserer Fantasie hier. Angenommen, T-Rex und Acrocanthosaurus stehen sich jetzt gegenüber. Wie wird es passieren? Naja, wahrscheinlich ist das, dass die beiden Dinosaurier erstmal anholen und dann mit einem Kopf ran beginnen und dann erstmal, der Acrocanthosaurus wird versuchen, einen Hit zu landen auf der T-Rex und der T-Rex kann nicht ausweichen. Der T-Rex landet danach jedoch auch einen Hit und macht damit deutlich mehr Schaden, da er deutlich größere Beißkraft hat. Das Ziel des Acrocanthosaurus ist es nun, mit seinen Krallen den T-Rex zu packen, denn diese sind sein größter Vorteil. Doch der T-Rex weicht aus und landet einen weiteren Hit und kann den Acrocanthosaurus damit finishen. Der T-Rex braucht nämlich deutlich weniger Hits, um einen Acrocanthosaurus zu töten, während der Acrocanthosaurus 3 Hits und der T-Rex nur 2 Hits. Also der T-Rex macht deutlich mehr Schaden halt. Ein T-Rex-Biss macht viel mehr, tötet den Acrocanthosaurus viel schneller als ein Acrocanthosaurus bis den T-Rex. Deshalb ist es wahrscheinlich in meiner Perspektive, dass der T-Rex so einen Kampf gewinnen würde. Er ist einfach das perfekte Raubtier und meiner Meinung nach hat der T-Rex bessere Chancen, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Aber was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, Acrocanthosaurus oder T-Rex gewinnt? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde das echt interessieren. Habe ich vielleicht wieder einen falschen Fakt genannt oder irgendwas anderes falsch gesagt? Dann lasst es mich gerne wissen. Und naja, wenn das so ist, dann versuche ich das in den Kommentaren zu korrigieren. Ja, tschüss, meine Lieben, macht's gut. Euer buntes Schnitzel.